Aber wir können jetzt mit ihr reden. So, ich habe das Gefühl, du hast genug Gegenstände gefunden. Jo, hier sind sie. Du reichst ihr die Gegenstände, die du gefunden hast. Sie schließt die Augen und murmelt eine Weile vor sich hin. Als sich ihre Augen öffnen, glänzen Tränen in ihnen. Ach, sorry, ich muss was trinken. Danke. Diese Gegenstände sind genau das, was ich brauche. Es sollte nicht lange dauern, bis ich... Was zum Teufel ist hier los? Ups. Officer Aguirre folgt im Schlepptau des Kommissars. Nur für einen kurzen Augenblick suchen seine Augen die deinen. Sie ist die Schwester des Opfers, Sir. Sie... Das ist ein Tatort, Officer. Nicht irgendein Trommelkreis der Salish. Ich dachte, die Angehörigen zu informieren wäre Teil der Standardsvorgehensweise. Das ist ihr Bruder, damit ist es ihre Angelegenheit. Passen Sie auf, was Sie sagen. Sie trauert. Naja, ich glaube, da sagt er von wegen, da pfeift er drauf, aber Standardvorgehensweise. Betrachten Sie sich hiermit informiert, Ma'am. Und jetzt raus hier, verdammt nochmal. Komm schon, wenn wir noch länger bleiben, werde ich noch etwas tun, das ich bereuen könnte. Oder noch schlimmer. Etwas, das ich genießen könnte. Ich würde es genießen, ihm die Organe rauszuziehen. Stück für Stück. Zelle für Zelle. Ja, ich weiß nicht, was da gerade mit mir passiert ist. Es war ein bisschen Psycho. Wir haben 5 Karma enthalten und wir können immer noch mit ihr reden. So ein Arsch. So ein Arsch. Sie blickt McCluskey aus der Entfernung feindselig entgegen. Vielleicht war es falsch, ihr so eine tiefenentspannte Stimme die ganze Zeit zu geben. Moment mal. Ach, ist auch egal. Aber es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Ich sollte dankbar sein, dass es dir gelungen ist, diese Gegenstände zu sammeln, bevor diese Idioten alles wegkarren. Können wir den Geist immer noch beschwören? Nicht von hier. Geister wie diese haben ihre eigene Domäne, an die sie gefesselt sind. Wir müssen irgendwie wieder dort hineingelangen. Wir kommen später zurück, wenn die Luft rein ist. Gekaufte Polizisten wie die sind, werden hier nicht mehr Zeit verbringen, als nötig ist. Hast du heute Abend schon was vor, ne? Gekaufte Polizisten werden nicht so lange hier bleiben. Das sehe ich ähnlich. Heute Nacht sollte die Luft rein sein. Bist du sicher, dass du dazu bereit bist? Alles komplizierter, als ich dachte, aber ich muss rausfinden, was passiert ist. Solange du deinen Teil erfüllst, eben. Wenn das den Mörder deines Bruders daran hindert, weitere Morde zu begehen, dann ja. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Was auch immer dich dazu bewegt, ich danke dir. Da wir noch etwas Zeit haben, sollten wir uns wahrscheinlich Unterstützung besorgen. Sie können über Nacht Sicherheitskräfte aufstellen. Und vermute mal, du weißt genau, wo man die Leute findet, die wir brauchen. Antworte ihr mit einem stillen Lächeln. Gut. What? 4000 Nuyen? What? Ich kümmere mich ums Geld und du findest die richtigen Leute. Sie zieht eine Handvoll zerknitterter Nuyen aus einem kleinen Lederbeutel. Sie beginnt, die Nuyen zu zählen und überreicht ihr dann das ganze Bündel. Hier, stimmt so. Triff mich hier um Mitternacht. Die Geister werden dann stark sein. Okay, kehre zur Seamstress Union zurück. Wir haben leider keine Decke gefunden für den Obdachlosen, aber vielleicht finden wir später noch eine. Jedenfalls, als du die Lagerhalle gerade verlässt, piept dein Comlink und das Gesicht von Coyote erscheint auf dem Bildschirm. Coyote sieht angespannt aus. Hey, Carrizal, bist du gerade arg beschäftigt? Werde nur von Lone Star malträtiert. Das Übliche. Ich habe ziemlich viel um die Ohren, aber nee, eigentlich jetzt. Ich muss ja gerade nur ein Taxi suchen. Was brauchst du also? Rückendeckung. Was? Sie presst die Lippen aufeinander. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich wurde im Royal geboren. BTL-Dealer wie Stevie J waren die Bosse dieser Absteige. Herrschten praktisch über mich, als ich aufwuchs. Ja, ich erinnere mich, aber komm auf den Punkt. Sie schließt die Augen. Klar, tut mir leid. Ich habe einen Cousin namens Gino. Er wird schon seit Monaten vermisst, ist vor einem Jahr in die Sprawls abgehauen und hat sich dort mit ein paar Junkies zusammengetan. Üble Gestalten. Sie haben dafür gesorgt, dass er von hochgepushten Dreamchips abhängig wird und ihn für allen möglichen Dreck eingesetzt.
habe versucht, ihm zu helfen, aber er hat mich nur weggestoßen. Dann ist er verschwunden. Seitdem jage ich BTL-Labore in die Luft, in der Hoffnung, ihn zu finden. Du bist auf einem Kreuzzug. Jetzt rate ich einfach mal, dass du eine neue Spur hast. Das ist keine Spur. Ich dachte ja eigentlich, sie würde auch nach Jessica suchen, insofern, Ihr Gesicht erhellt sich, ihre Worte werden immer schneller und sie redet sich in Rage. Dieses Mal weiß ich genau, wo er ist. Ein alter Freund hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich mache mich gerade auf den Weg. Paco ist bei mir, aber ich könnte noch eine helfende Hand mehr brauchen. Bist du dabei? Ich brauche dich jetzt. Ja, du weißt, wie es läuft. Ich werde bezahlt, aber ich arbeite an der Ripper-Sache, kann mich nicht ablenken lassen. Aber ich möchte es irgendwie machen, weil XP... Bin auf dem Weg. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich schicke dir die Adresse. Wir sehen uns gleich. Ich sag ja, XP oder eben Karma. Coyotes Kreuzzug. Der heruntergekommene Häuserblock, an dem Coyote dich treffen wollte, sieht aus wie der Überrest eines sozialen Wohnprojekts. Jetzt ist es nichts als eine Müllhalde voller menschlichem Abfall. Du siehst Coyote gemeinsam mit Paco an einer Straßenecke stehen. Ihr Blick huscht beständig von Dach zu Dach, von Tür zu Tür. Obwohl sich Paco nach Leibeskräften bemüht, sagt Coyote kaum ein Wort, als ihr euch euren Weg an den Häusern vorbeibahnt. Sie läuft zielstrebig voraus. Ihre neue Seilbahn öffnet und schließt sich bei jedem Schritt. Es ist schwer zu sagen, ob sie es bewusst tut oder nicht. An der Rückseite eines der Gebäude springt Coyote plötzlich hoch, greift nach einer Feuerleiter und zieht sie herunter. Wortlos beginnt sie ihren Aufstieg zum Dach des Gebäudes. Paco wirft ihr einen besorgten Blick zu und macht sich auf, ihr zu folgen. Danke, dass du gekommen bist, Carousel. Ich schulde dir was. Womöglich rentiert sich das irgendwie noch für mich. Ja. Bringen wir es hinter uns, ich muss einen Killer finden. Verstanden. Ihre Miene hält sich auf. Oh hey, hör mal, ich habe gute Nachrichten für dich. Es geht um Sams Schwester, Jessica. Einer meiner Kontakte hat sie gefunden, während du hierhin unterwegs warst. Ich habe sie angerufen, gebeten, dich später in der Unit zu treffen. Ich hoffe, das hilft. Ich dachte, ich hätte gesagt, ich habe doch gesagt, ich brauche Hilfe. Gute Arbeit, danke. Sie sieht dich an, ein sanfter Ausdruck zieht auf ihr vernarbtes Gesicht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Also gut, lass es uns hinter uns bringen. Mein Cousin Gino sollte in einer der Absteigen in der Tür dort drüben sein. Nach dem, was ich gehört habe, haben die da drin ein ganzes Labor. Meiner Erfahrung nach hält draußen üblicherweise jemand nach den Bullen Ausschau und im Inneren befindet sich eine Wache. Wie schon gesagt, keine Ahnung, wie viel Widerstand wir zu erwarten haben, aber die Kerle sind richtig übel, also passt auf. Ich will nur rein, Gino finden und wieder raus. Ich bin dabei, Babe. Lass uns loslegen. Okay. Okay, viel Auswahl haben wir ja nicht. Reden wir mit dem Zeitgenossen hier. Er sieht nicht wirklich so aus, als wäre er sehr angenehm. Sagen wir mal so. Moment, was? Ja, gut, mit viel Fantasie gleicht sein Bild diesem 3D-Modell. Der Ork sieht unruhig aus, seine Augen rollen wild in den Höhlen. Er mustert euch drei und schaut, ob noch mehr Leute da sind, befeuchtet seine Lippen und nickt durchgehend, als würde er eine innere Checkliste durchgehen. Hoi hoi, wie geht's denn so? Perfekter Tag für einen Ausflug, oder? Sie beugt sich zu dir, flüstert. Er ist ein Zeitarbeiter. Tauscht Arbeitszeit gegen Chips. Halb Verkäufer, halb Aufpasser. Hat wahrscheinlich ein Signalgerät für die Leute da drin. Lust auf einen Trip? Man kann sogar kurz vergessen, dass man ein Halbling ist. Kann man auch kurz vergessen, dass man ein Wandschrank ist? Was für Trips bietest du denn an? Wir haben alles, die ganze Palette, wirklich alles. Ja, worauf hast du Lust? Willst du ein Verbrechen begehen? Einer von den Bösen sein? Kriegen wir für dich hin. Oder ist das nicht so deins? Willst du ein Held sein? Sei ein Held! Wir haben hier einen Märchendreck, auf den alle Chammer abfahren. Sag einfach was. Und du kannst slaggen und fraggen, so viel du willst. Das einzig wahre, nicht? Slaggen und fraggen? Egal, wohin der Trip geht. Hauptsache, es wird geslaggt, oder? Ich habe keine Ahnung, was du willst. Coyotes Blick wird steinern und ihre Pupillen werden zu kleinen Nadelnstichen des Hasses. Ihr macht auch Snuff, oder?
Der Zeitarbeiter schaut sich um, noch nervöser diesmal. Ja, vielleicht. Vielleicht, wenn der Preis stimmt. Dann kannst du es fühlen, wie es ist zu sterben. Wie es ist zu töten. Ja, krass, ne? Okay. Tja. Wie funktioniert das? Wo ist da... Nein. Lass mich einfach... Ich finde, die Fragen gehen zu sehr in eine Richtung irgendwie. Lass mich einfach rein. Ich sehe euch dann danach. Wahrscheinlich noch öfter. Nö. Wenn du Pech hast, siehst du uns gar nicht mehr. Beziehungsweise noch ein einziges Mal und dann siehst du gar nichts mehr. Dann hast du da deinen eigenen Snuff in deinem Kopf. Wer ist das hier? Eine besorgte Frau. Die Frau ist vermutlich um die 30, doch sie scheint frühzeitig gealtert zu sein. Sie blickt euch sorgenvoll an. Tut es nicht, Leute. Slottet nicht diesen Dreck, den sie euch verkaufen. BTLs bringen euch um. Diese ganz besonders. Du scheinst aus Erfahrung zu sprechen. Hast du eine Passkarte? Wie gut ist der Laden bewacht? Befinden sich Chipheads im Labor? Bis unter einem Typen namens Gino kennst du ihn. Wer kennt ihn nicht? Er ist die ganze Zeit hier. Gino arbeitet auf Zeit, tauscht Arbeitsstunden gegen Chips. Ich habe ihn heute Morgen reingehen sehen. Er ist bisher nicht rausgekommen, also schätze ich, dass er gerade einen Dreamchip slottet. Also eine Passkarte, um hier reinzukommen? Nein, aber Jamal hat. Die Karte meines Sohnes. Hat sie ihm abgenommen, als sein Gehirn gebraten wurde. Jamal ist dort drüben. Ich weiß nicht, ob er sie dir geben wird, aber das müsst ihr unter euch ausmachen. Wie gut ist dieser Laden bewacht? Sie sieht sich um, verängstigt flüstert. Die nehmen das ernst. Dieses Labor steht unter dem Schutz der Yakuza. Die japanische Mafia. Oh Mann. Wie viele und was für Waffen haben sie? Zuerst ist da der Typ an der Tür. Charlie, er verkauft die Pässe für den Eintritt. Er ist nicht so hart, ist auf einem Auge blind. Dann gibt es noch etwa 5 andere. 2 von ihnen sind echt übel, mit allen möglichen magischen Symbolen eingedeckt. Sie ist aufgehabt, zu allem bereit. 5 oder 6? Das ist nicht so übel. Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Finden sich Chipheads im Labor? Ja, jeden Tag, jede Nacht. Und sie können euch auch gefährlich werden. Chipheads gefährlich? Sobald jemand gechippt ist, können sie ihm jedes Programm rüberschicken, das sie möchten. Damit können sie alles Mögliche tun lassen. Sie in Huren verwandeln. Mörder, alles. Du scheinst aus Erfahrung zu sprechen. Sie streicht ihre Haare zurück, um es dir zu zeigen. Kein Implantat. Dann schmälern sich ihre Lippen und in ihren Augen schimmern Tränen. Das tue ich. Ich weiß davon. Ich habe meinen Mann verloren und meinen Sohn. Meine Tochter. Sie benutzen sie. Für Aufnahmen. Tränen laufen ihr Gesicht herunter. Wir müssen weiter. In Ordnung. Aber dann lag ich beim letzten Mal gar nicht so hundertprozentig falsch von wegen, dass wenn ich ein Programm auf die gespielt habe, dass sie dann irgendwie zu Mördern werden könnten. Nur sind sie halt damals nicht zu Mördern geworden, leider. So, bevor wir mit Charlie reden, schauen wir uns hier mal um. Hier gibt es nix. Okay, reden wir erstmal mit Jamal. Jamal hat den Blick eines Langzeit-Chipheads. Aufgezehrt, hohlwangig, doch auch hungrig und verzweifelt. Was guckst du so, Winzling? Jetzt im Ernst, wir sind beide genauso groß. Okay, vielleicht ist er 1 Zentimeter größer, es liegt aber garantiert daran, dass er Absätze hat oder so. Es heißt, dass du eine Passkarte hast. Gib sie mir. Sein Gesicht verzieht sich zu einer feindseligen Grimasse. Das sind die Barons, Omar. Wenn du sie willst, dann hol sie dir. Ich habe hier welche, die Stress machen. Ja, toll. Ja, super. Ich wollte ja eigentlich... Was ist da los? Ich wollte ja eigentlich ohne Stress hier reinkommen. So viel dazu. Magischer Schlag, der die Panzerung ignoriert. Ich würde mal sagen, ich... Todeskralle. Kann ich... Gilt die Mana-Faust als... Nee, nicht genug AP. Okay, dann nicht. Dann schlage ich ihn einfach mal.
So, das siehst du davon, was du bekommst, wenn du mich winzeln kannst. So, er hier kann schießen, er hat wieder Muni. Das mache ich gar nicht, sondern ich schlage ihn auch. Munition sparen. Ach, das hat nicht genügt. Na doch, Moment. Jetzt. Und dann kann Milady hier mal schießen. Blickfeld blockiert. Na, ja, komm hier vor. Knieschuss. Minus 1 AP, senkt aber LP-Schaden um 6. Kann nebenstehende Ziele im Umkreis von 6 oder mehr Feldern treffen. Reduzierte Genauigkeit. Minus 1 AP wäre eigentlich ganz gut, aber ich möchte eigentlich normal schießen. Was hat sie noch für Waffen? Eine Pistole und nochmal Waffen. Waffenlos und da hat sie... keine Ahnung was. 5 Schaden, okay. Und es kommen mehr Leute raus. Das ist gerade ein bisschen blöd. Das ist ein kleines bisschen blöd, wie die da gerade steht. Vielleicht sollte ich sie erstmal hier weg... Nee, wobei, ich renne erstmal mit ihm jetzt hier hin. Kriege ich das in einem Zug hin? Nee. Doch, ihn kriege ich in einem Zug geschlagen. Dann mache ich das. Huhu, 28 Schaden. Ja, holla, die Waldfee. Mann, Mann, Mann. So, er hier sollte hier hinrennen. Ach, vielleicht hätte ich da... Nee, ich glaube nicht. So, jetzt kann ich ja ihn hier mal schießen. Und jetzt reicht es eigentlich. Eigentlich muss ich mit ihr jetzt gar nicht mal so groß fliehen, weil ich schieße auf ihn, er ist tot. Und ich schieße auf ihn. Und der kann nicht mehr so viel machen, außerdem schießt er gar nicht mal auf sie. Habe ich noch? Ich bin noch gebufft, okay. Ja, dann hier, mach Bekanntschaft mit meiner Faust. Das ist meine Freundin, die Mandy. Was? Ich möchte eigentlich gerade ohne, also quasi, weil ich ja sowieso gerade die AP auf meiner Seite habe, möchte ich das eigentlich gerade ohne Munition schaffen. Einfach weil ich mir denke... Ah, das kriege ich nicht hin ohne... Nee. Das heißt, einmal ein Schuss hier. Und es hat nicht genügt. Nein. Ach, willst du mich verarschen? Ich bin dumm. Ich wollte Munition sparen. Ach, kack die Wand an. Immerhin bekommen wir ein Notizbuch. Du hebst ein abgenutztes und zerflettertes Notizbuch auf. Es riecht nach Schweiß und Alkohol. Das Notizbuch enthält Listen zur illegalen Simsentouren, und Namen der Klienten, die diese gekauft haben. Nach interessanten BTL-Namen suchen. Die Better-than-Life-Touren haben eine enorme Bandbreite von Fantasien wie Ich kann fliegen, bis hin zu realen Aufzeichnungen wie etwa Penner-Killer. Die Liste der möglichen Touren scheint keinen besonderen Mehrwert zu haben. Okay, ich suche aber nach interessanten Klienten. Nach näherer Betrachtung der Kundenliste fällt auf, dass hier mehr geliefert wird als nur Namen. Sie enthält außerdem private Informationen über einige Personen aus einem wohlhabenderen oder gut vernetzten Klientel. Es könnte sein, dass das Syndikat hinter diesem Labor heimlich Informationen über sie sammelt, während sie sich in der Simulation befinden. Das Notizbuch könnte etwas wert sein, wenn man es verkauft. Ich nehme es mit. So, wenigstens zum Erpressen oder so könnte es gut sein. So. Dann mal hier rein. Ich hatte gerechnet, dass wir gleich in einen neuen Kampf kommen. Und wo ich gerade von Kampf spreche, fällt mir auf. Erstens Karma. Habe ich mittlerweile wieder 9. Das kann ich ja verbraten jetzt zu irgendwas. Torso. Ich glaube, Torso ist ganz praktisch, wenn wir Nahkampf machen, weil wir da häufig ungeschützt sind. Und das weitere Nahkampf hier wäre... Rein
AP-Schaden. Okay. Das könnte interessant sein, weil wir dann vielleicht, weil da der Gegner vielleicht nicht angreifen kann in der nächsten Runde. Waffenloser Kampf macht dann nichts. Wurfwaffen. Ach so. Trefferwahrscheinlichkeit mit Granaten. Ach, wir haben ja Granaten, stimmt. Na, könnte ich vielleicht machen. Ansonsten wäre das nächste hier. Kann schneller Schritt ausrüsten. Erhöhung des. Ach so, schneller Schritt. Aber ich weiß nicht, was schneller Schritt macht. Ist es vielleicht, dass ich mich fortbewegen kann, ohne ein AP zu verbrauchen? Das wäre nämlich praktisch. Also ich würde sagen, entweder Spruchzauberei auf einen, wobei ich brauche es nicht wirklich. Nee, oder... Ja, Intelligenz ist nur wirklich nur fürs Reden irgendwo mal praktisch, aber nee. Nee, ich glaube, ich mache hier Nahkampf. So. Und dann möchte ich mich heilen. So, Medkit auf Kirisol.